Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Pitwalker. Willkommen bei Stüb. Es geht ab auf die Piste. Eigentlich nicht. Es geht gar nicht auf die Piste. Es geht ab ins Gebirge. Ja, und was ich hier gerade mache, sind die gratis Sachen, die ich mir hole hier von Uplay. Denn man bekommt hier anfangs einiges geschenkt, um ein bisschen leichter einzusteigen. Hier zum Beispiel 10 Helikopter-Tickets. Mit denen kann man sich an Punkte fliegen lassen, die man so nicht erreicht. Und mit Uplay Points könnt ihr noch ein bisschen anderes Equipment kaufen. Gut, um das geht es aber nicht. Hier so ein bisschen was Sachen brauchen wir jetzt nicht. So, Ende. Wir beenden Uplay und hüpfen rüber zu Steep. Ja, Steep. Ihr habt vielleicht meinen Livestream gesehen, wo ich allerdings ein bisschen Probleme gehabt habe mit dem Ton und das fällt mir gerade ein, muss ich gleich umstellen. Nämlich hier bei den Optionen kann man zwar einstellen, dass man Musik haben will oder haben kann, die schau, das ist nicht gespeichert. Urheberrechtliche geschützte Musik ist jetzt ausgeschaltet. So, jetzt soll es passen, wenn es weiß. Habe ich vermutlich letztes Mal vergessen. So, jetzt sollte nur Musik laufen. Checken wir mal, die urheberrechtlich nicht geschützt ist. Das heißt, die auch keine Probleme macht auf diversen Videoplattformen. So, nicht wundern, dass jetzt zwei Personen stehen. Wie seht ihr, hier ist gerade auch ein anderer gespawnt, mit dem könnte ich mir eine Gruppe zusammenschließen. So, jetzt nochmal zurück zu Steep. Steep Open World. Wir sehen es hier, riesige Gebirgsgegend, wo wir uns mit Extremsportarten austoben können. Snowboarden, Paragliden, Wingsuit Flying und Skifahren. Alles das kann man hier machen bei verschiedenen Spots. Man muss diverse Herausforderungen schaffen, kann sich alleine austoben, kann sich zu viert austoben. Und Ubisoft selber sagt eh, dass Steep eigentlich ein Game ist für mehrere Spieler. Also, dass man gemeinsam den Spaß haben kann. Und muss sagen, das macht auch wirklich Spaß, gemeinsam hier Sachen zu machen. Was mir ein bisschen noch fehlt, sind so richtig diese Wettkämpfe, wo man wirklich so 1:1 gegeneinander fährt. Man fährt zwar miteinander und ist zum Schluss Sieger oder Erster, Zweiter oder Dritter oder Vierter, aber so richtig das Kopf-an-Kopf-Rennen fehlt mir noch ein bisschen, aber gut, liegt daran, weil es keinen getimten Start gibt. Aber wie dem auch sei, es macht mir richtig Spaß hier und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier eine Challenge aus und zwar, würde ich sagen, okay, ich würde dir bitte, das machen wir gleich. So, das Event kann ich jetzt starten. Also das singende Tannenbaum als Event. Und ich muss machen, was muss ich machen. Erreiche das Dach der Kirche im Ort. Und das passt. Das Dach der Kirche im Ort. Wo ist das? Da drüben ist es. Man sieht es hier. Und bei vielen Sachen ist es so, man kann sich selber entscheiden, wie man da hinkommen will, was man machen will, wie auch immer. Und ich würde sagen, ich mache jetzt das Ganze mit Snowboard da mal. Und achte bitte auf den Schnee während der Fahrt. Es schaut wirklich, wirklich gut aus. So, schauen wir mal runter. Dann versuchen auch ein paar Tricks zu schaffen. Ein bisschen Schwung nehmen. Wer weiß, wie weit das ist. Ich habe keine Ahnung. Rechts oder links vorbei ist die Frage. Ich fahre jetzt einmal rechts entlang. Oh. Sollen, aber Sid ist gut. So gut, dass ihn noch niemand finden konnte. Die Felswand darunter schnitten ist immer so Sache. Oh, hat mich schon geschmissen. Oh mein Gott. Au. Da drüben ist das Schraffierte, was da blinkt. Übrigens, das ist ein noch nicht entdeckter Spot. Den könnt ihr da mit Fernglas anschauen. Oh. Ah, natürlich voll dagegen. Au. So, jetzt hängen wir dazwischen drin. Komm, steh auf. Also die Sturzanimationen sind teilweise schon sehr, sehr lustig anzuschauen. So, ich muss da rüberkommen, aber also ich bin mir nicht sicher, ob ich das im richtigen Weg bin. Natürlich auch was machen kann hier, ein paar so Trick Jumps.
Oh, da probieren wir mal da drüber zu springen. Achtung! Perfekt! Das bringt euch jede Menge Punkte, ist ganz klar. So, es wird wahrscheinlich im Tal unten sein. So, können wir dann einen Jump zusammen, da irgendwo vielleicht, und hüpp! Hat zu wenig Schwung. Punkte bekommt man für alle möglichen Sachen, für Tricks, die man macht natürlich, oder auch wenn man mit der Umgebung interagiert, das heißt, so nicht. Aber wenn man, ach nein, ich muss wieder rauf, verdammt, okay, da bin ich jetzt falsch an. Wenn man zum Beispiel eben hier irgendwo knapp vorbeifährt oder irgendwo durchspringt, durchfährt. Nah an der Kirche, denk dran, läute die Glocke und dann sperre die Ohren auf. Ja, ich komme da leider nicht hin zur Glocke, weil ich da falsch gefahren bin. Oh, das war jetzt knapp. Natürlich kann ich da jetzt versuchen, zu Fuß raufzuklettern. Oder ich suche mal einen anderen Spot und starte von dort nochmal. Schauen wir aufs Bergpanorama. Ich bin jetzt da herunten. Das sind hier lauter Gegenden oder lauter Gebiete, wo ich noch nie war. Das heißt, ich muss ein Helikopterticket benutzen, um dorthin zu kommen. Oder ich gehe da rauf. Meine letzte Strecke, da bin ich. Ich starte nochmal von da. Und mache das Ganze jetzt anders, und zwar, nein, bleib stehen, ich will nicht fahren, nein. Und mache das jetzt anders, nämlich, schau hier, der andere, der macht das auch gerade. Mal schauen, was für eine Lösung, dass er sich einfallen lässt. Ja, mit seinem Giraffenkostüm, schau. Also, ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt auch da hier den Schirm nutzen. So, komm, los. Ist auch sehr schön beim Schirmfliegen, dann spielt natürlich die Thermik auch eine Rolle. Kann ich auf die anderen Views umschalten, hier diese First-Person-View oder eigentlich ist der GoPro-View, ist auch ganz cool. Wo wir mal irgendwelche Stunts machen können. Uah, jetzt so nah am Berg. Ich muss sagen, ich kenne mich bei den Stunts hier mit dem Gleitschirm nicht sonderlich aus. Den Gleitschirm nutze ich eigentlich nicht so oft. Meistens bin ich mit Snowboard unterwegs. Das ist für mich ein bisschen der primäre, die primäre Sportart, die ich nutze. Ah, komm, ich kriege einen Salto zusammen. Alter. Jawohl, jetzt haben wir ihn gemacht. So ein Looping eigentlich. So, wenn ich über diesen Spot da unten drüber fliege, der hier schraffiert ist, dann wird er mir hier auch als erkannt markiert. Das heißt, wenn man nah genug dran ist, bekommt man ihn. Dann kann man dort auch entsprechend wieder spawnen und irgendwas machen. Also ganz schön weite Stücke. Mal schauen, dass wir ein bisschen weiter runterkommen da. Das ganze Spiel hat ein bisschen was Entspannendes für mich, muss ich sagen. Es ist wirklich ganz nett, hier einfach herumzufliegen oder zu fahren, obwohl es schon extreme Herausforderungen gibt. Also gerade die Wingsuit Flying, da haben sie schon ein paar so Sachen gemacht, wo man durch Felsspalten fliegen muss, was schon sehr happig ist. Ja? Also da brauchst du schon etliche Versuche, um das zu schaffen. Hier der Tierpfad freigeschaltet, der Tierpfad hat sicher einen Schreibfehler. Das nenne ich mal so, hier ein Spot freigeschaltet, Drop Zone. Theoretisch könnte ich hier jetzt landen und dann weiterfahren mit den Ski oder was auch immer. Dieses Schöne, es spielt jetzt hier keine Rolle, wie ich diesen Spot erreiche da unten. Das heißt nur, ich muss ihn erreichen.
schieben wir mal entspannt dahin. So, ich kann versuchen, dass ich oberbeist lande. Aber schöne Drehungen runter. Ah, das ist eh schon interessant. Wir müssen schon langsam schauen, dass wir da richtig anfliegen, um zu landen. Haben wir ein bisschen Thermik. Oh, natürlich gegen einen Felsen. So. Okay, was ist die Aufgabe? Die Kirchglocke läuten. Okay, erreiche das Dach der Kirche. Aha, okay, ich muss aufs Dach rauf. Da hätte es wahrscheinlich direkt gleich drauf landen sollen, wäre nicht gescheiter gewesen. Also wir versuchen jetzt zu Fuß raufzugehen, um dann mit dem Snowboard einmal runterzufahren, um darauf zu springen. Die Frage ist, ob ich da einen Schwung hinbekomme. Das wird wahrscheinlich nur zu wenig sein. Ach Mann! Okay, ich starte mal von da. Ich probiere es nochmal. Nein, ich will jetzt nicht mit dem Snowboard fahren. Achso, jetzt hat er mir natürlich die Mission abgebrochen, weil ich hier den anderen Spot gestartet habe. Oh, schaut mal das da drüben an. So ist schauen Sie mal das da drüben an. Da ist auch irgendwas gewesen, wo war denn das? Da gegenüber. Wo war denn das? Das war jetzt irgendwo da drüben. Da drüben, da schaut sich das an. Dieses Race. Oder diese Herausforderung. Diese Challenge. Oh mein Gott, so genau. Gletscherhürde, Hinterland, Freeride. Probieren wir aus. Wow. Oh. Gebremst wird natürlich, wenn man auch wirklich beim Snowboardfahren bremst, also mit Manöver. Die Sprünge kann man auch entsprechend auch kombinieren, ist klar. Das war aber eng. Oh! So, da fahren wir runter. Das ist die Ziellinie. Komm, geben wir nochmal Gas. 40.000 Extrempunkte geschafft. Jawohl, Silbermedaille. Silbermedaille gewonnen. Jetzt wieder ein paar Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt hier mit ihm zum Beispiel auf einer Gruppe zusammenschließen, wenn ich will. Neue Acker freigeschaltet. Schauen wir uns gleich mal an. Da sieht man schon ein paar Sachen hier, da. Oh, mein Crash-Test-Dummy-Outfit habe ich da. Oh, schaut auch recht nett aus. Hey, jetzt haben wir mein Crash-Test-Dummy zusammen. Pass auf, da müssen wir die Hose auch noch haben. Die haben wir gerade gratis über Uplay bekommen. Das ist dann, die da. Nein, müssen wir kaufen. War das die? Ja, keine Ahnung. So, was haben wir noch? Ein Helm oder eine Haube, eine neue. Das ist Wingsuit-Outfit ist das. Oh, Brille, je nach Farbe, was haben wir da? Schönes da, rot, blau reflektierend.
Und ein schönes Hauberl. Nehmen wir die Snowboards. Warte, müsste es ausgeben. Was ist das? Ist das Licht? Wo kann ich Snowboard auswählen? So eine Schuhe, Rucksäcke. Also auch in allen möglichen Variationen habe ich einen Crashtest-Rucksack hier. Handschuhe in allen Variationen natürlich. Die habe ich schon an. Also Fäustlinge. Wurde gerade in eine Gruppe eingeladen, was natürlich ganz einfach geht. So einen schönen Schal haben wir da. Ah, da bleibe ich beim Roten. Ja, und so weiter und so fort. Das sind Möglichkeiten ohne Ende. Aber die wo sind denn die Snowboards? Die sind wir irgendwo, das ist der Wingsuit. Dann das Zusatzequipment, Hubschrauber-Tickets. Da haben wir die Bretter, schau, da haben wir sie schon. Das Snowboard. Na, sag mal, es ist erwischt da. Nehmen wir so ein blaues Jones-Brett. Die bekommt man, sieht, ja, man, übrigens auch hier natürlich auch, bekommt man diverse Sachen aufgrund von Herausforderungen. Wie es bei diesem Brett ist im Wald. Da hier, hole die Goldmedaille bei der Challenge Toter Fluss. Ja, ich sag's euch, diese Challenges sind wirklich, wirklich zäh. Ist wirklich nicht einfach. So, hier die Kostüme, was wir vorhin gesehen haben. Gibt's ja alles Mögliche da. Vor allem ist mein Kostüm. Das sind die kompletten Settings. Crash Test Dummy. Aufnäher für den Rucksack und so weiter. Also, gibt alles Mögliche. Verschiedene Charaktere. Gut, aber es reicht uns jetzt hier. So, was sagt jetzt hier die Map? Da war ein Spot, den man auch mit dem Fernglas erkunden hätte können. Kann ich mir wieder da hier, ja, da kann ich, nachdem ich schon gefahren bin, kann ich mir das herbeamen. Und jetzt packe ich mal das Fernglas aus und werde diesen Spot hier erkunden. Na bitte, und dann könnte ich dort auch gleich direkt spawnen. Kann ich auch direkt über das Fernglas machen. Und ich gehe nochmal zurück zu meinen Athleten, beziehungsweise starte nochmal hier. Aber auch mit dem Fernglas nur da hinschauen und sagen, hier starten, dann sind wir auch schon da. Ratzfatz, so schnell geht's. Und je nach Event verändert sich auch die Tageszeit, die kann man auch selber ändern. Also ich klicke es mal nach oben, steuere es nach oben und kann einfach die Tageszeit entsprechend ändern. Das ist auch ganz cool. Bis hin zum Nachtrennen, zur Nachtfahrt. Und bis zum Morgen halt wieder. Ist wirklich eine coole Sache. So, schauen wir uns das Event gleich an. Ich weiß gar nicht, was die Aufgabe ist hier. Das ist meine alte Strecke, die man links sieht. Hier starten. So, jetzt kommt hoffentlich dann das Event zu sehen. Ich weiß nicht, was ich machen muss hier. Hätte ich das mal lesen sollen. Achtung, schauen wir mal. Also das ist nur ein Spot, das ist ja gar kein Event da, okay. Da drüben gibt es eine der Hütte, ein Skilift ist das. Also dass da ein Skilift drauf geht, finde ich auch sehr, 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 sehr beeindruckend und seltsam irgendwo. Gut, suchen wir uns einfach mal ein Event raus. Also, zoomen wir raus, es gibt ja jede Menge. Oder ganz oben gibt es gleich was. Was haben wir denn da? Ah, das haben wir schon mal gemacht, glaube ich. Zu schlagende Punktzahl, meine besten haben wir nicht gemacht. Das ist jetzt ein Paraglide-Flug, nehme ich an. Genau so ist es. Und los geht's. 1 Minute 24 ist. Geht das zu schlagen? Da muss ich natürlich auch die Thermik ausnutzen. So, oh, der ist schneller wie ich, macht das schöner. Der grüne Pfeil nach oben zeigt den Aufwind an, also die Thermik, die ich ausnutze.
die man hier auch braucht. Findet man natürlich hier am Berghängen natürlich ganz gut, wenn der Wind darauf pfeift. Da geht es richtig bergauf in den Lift. Oh, dann ist es, das ist ganz hoher Wetten. Aber für Gold reicht es nicht mehr. Wie auch immer man das in Gold schafft, nicht so schnell. Okay, oh, ich brauche Thermik, rauf. Huhuhuhu. Ich muss ehrlich sagen, das Steuern des Paragleitschirms finde ich fast am schwierigsten von allen Disziplinen. Jawohl, geschafft haben wir es auf jeden Fall. Neue persönliche Bestleistung und wieder Erfahrungspunkte abgestaubt. Also schön ist es hier schon, das muss man schon sagen. Ich habe das Game damals auf der Game City schon gespielt, das hat mir bei Weitem nicht so gut gefallen. Freerider, Mikte, Springteufel, pass auf, Snowboard. Fahren wir gleich runter da, schauen wir uns an. Und los. Also diese Events aktiviert man, indem man einfach hier durch den Ring, durch diesen Ring durchfahren muss. Wenn man schon da ist und man braucht es nicht aktiv auswählen, man braucht da hinfahren. Und da durch und los geht's. Hol die meisten Punkte. Oh. Hoppala. Hol die meisten Punkte. Gut, das heißt, wir werden versuchen hier Jumps zu machen. Das geht nicht gut. Oh. Und die Knochen brechen. Okay. Ich finde es schön, wie die Musik anhält, wenn man da irgendwo dagegen knallt. Okay, die meisten Punkte werden es aber nicht werden da. Persönliche Bestleistung 862 Punkte. Ja, wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs gewesen wäre, würde ich die Punkte der anderen Leuten auch sehen. Aber ich war allein unterwegs. Ja, hier mal so ein kurzer Einblick zu Steep. Ich muss wirklich sagen, mich überrascht das Game extrem. Hat man nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Die Frage ist nicht, wie es die Langzeitmotivation ist. Aber es gibt hier so viel zu tun. So viele Events und so viele Dinge. Und die sind wirklich teilweise wirklich, wirklich sau schwer. Also da muss man sich schon ein bisschen reinknien, um hier erfolgreich weiterzukommen. Und ich denke, ja, da hat man immer wieder mal Spaß dabei. Und vor allem ist es wirklich so eine Sache ab und zu, wo du sagst, ach, so entspannt einmal ein bisschen herumfliegen oder einfach die Gegend genießen. Das kannst du hier immer machen. So, das war jetzt mal hier mein kommentierter Part von Steep. Werden natürlich auch Livestreams und so weiter noch sehen, natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Also deshalb wäre es mir eine Freude, wenn ihr den Abo-Button klickt. Und ansonsten sehen wir uns hier auf der Piste. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker.